Ausrüstung. Soll ich mit rein? Du weißt, die Heike ist eine gute Freundin von mir. Meinst du, kann man keine Schuhe allein kaufen? Vierti. Vielleicht haben sie Modelle vom Vorjahr, die sind billiger. Genau. So, was ist jetzt? Schmeißen halt runter. Na ja, komm nicht hin. Vincent, spinnst du jetzt? Hast du etwa Höhenangst oder was, du Superbulle? Weißt du was, Vincent? Kannst du deinen blöden Drachen selber runterholen? Keine Lust mehr. Der hat echt Höhenangst. Ja, und hättest du ihn halt selber runtergeholt, du Schlaumeier. So, spendier dir Eis. Den blöden Drachen soll dein Onkel runterholen. Also, geht doch. Aber das Eis kriege ich trotzdem. Logisch. Und ich krieg meinen Sakko. ...360-Grad-Air-Compression-System. Das absolut neueste Modell. Sachen gibt's. Wie kontrollieren Sie Ihren Puls? So. Beim Powerwalken müssen Sie unbedingt auf den richtigen Puls achten. Beim Bauernwalken? Powerwalken. 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 Klingt gut. Passen Sie mal auf. Jetzt. Drahtlose Pulsmessung. Warnton beim Überschreiten des Maximalpulses. Stoppuhr und integrierte Kalorienverbrauchskontrolle. Das ist alles da drin. Grüß Gott, Herr Rupert. Grüß Gott, Frau Rupert. Sie suchen Jogging-Schuhe? Nein, kein Jogging. Ich mache jetzt Bauernwalking. Der Hofer, voll im Trend. Aber das ist auch schön. Entschuldigung, ist Ihr Mann im Haus? Benedikt? Der wollte doch mit Sebastian den Jubiläumssteig hinauf. Ich dachte, Sie wollten ihn oben treffen. Verdammt, wo stecken denn die nur? Ja, und Sebastian? Ja, nix. Ich bin den Jubiläumssteig runter. Keine Spur von den beiden, wenn da bloß nichts passiert ist. Gut. Wann ist Ihr Mann denn aufgebrochen? So gegen 6:30. Haben Sie es auf seinem Handy probiert? Sie kennen ihn doch. Entweder hat es vergessen aufzuladen oder er hat den PIN-Code vergessen. Da sollten Sie mal die Bergwacht anrufen. Nur zur Sicherheit, Frau Rupert. Was, Herr Hauptkommissar? Servus, Bernadette. Servus. Morgen. Morgen. Herr Hofer, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich nächsten Monat für 2 Wochen in Urlaub fahre. Was? Das geht nicht. Der Herr Balthasar hat den Antrag schon abgezeichnet. Na, dann brauchen Sie uns ja nicht mehr fragen. Haben Sie Vertretung? Ja, hab ich. Morgen. Morgen. Frau Stockel, wo soll es denn eigentlich hingehen? So ganz allein? Mei, Herr Saturi. Wollen Sie mich vielleicht begleiten? Aber das können wir ja nicht machen. Sonst ist ja der Hofer ganz allein. Schmarrn, es gibt da jetzt ein Spezialangebot für alleinreisende Singles. Urlaub mit Herz. Eigenartig. Die Druck, es piept, aber das pulsierende Herz kriege ich nicht her. Moment, darf ich mal? Moment. Übrigens, meine Urlaubsvertretung ist die Frau Huber aus dem 2. Stock. Mordkommission, Apparat Hofer, grüß Gott. Oje, oje. Die Bergwacht. Ja, Moment, der ist da. Für Sie. Mhm. Hofer? Na. Jetzt darf ich nicht wahr sein. Herrschaft Seitenbo? Ja, das kenne ich. Ich weiß, wo das ist. Wann geht die nächste Bahn? Ja, die schaffen wir gerade noch. Bis gleich. Den Benedikt Ruppert haben sie gefunden. Am Jubiläumssteig oben. 15 Meter tief ist der gefallen. Die wollen jetzt nicht da hoch, oder? Ja, freilich. Aber das ist ein Kletterunfall, was hat denn die Mordkommission damit zu tun? Sie haben ja keine Ahnung, wie viele Bergunfälle getarnte Morde sind. Ich sag nur Ötzi. Frühshop mit Live-Musik an der Mittelstation. Frühaufsteher-Fahrpreis im August. Höchste Stelle 100 Meter über Grund. Das ist so herrlich. So ein schönes Panorama. Nein, da unten, ein Gams. Schauen Sie hin. Das schaut alles so winzig aus von da herum. Das ist der Wahnsinn. Toll. Da drüben müssen wir jetzt irgendwo den Jubiläumssteig sehen. Oder auch nicht. Schauen Sie, in der Wand da drüben,
Die nackten Freeclimber. Ganz toll. Ist das nicht für einen Geschmack? Da sind ja Frauen dabei. Was? Mein Grüße hier. Kommen. Ihr habt den Mann geborgen. Wir bringen ihn jetzt zur Hütte. Ende. Ja, wir sind gleich oben, Ober. Das hätten auch die Bergwacht machen lassen können. Es ist so schief. Mein Bayernland. Stell's denn da ab? Mein Gott, das gibt's doch nicht. Du bist auch der Beileid, Herr Robert. Das gibt's doch nicht. Ist gut, mein Land. Ist gut. Ist gut, mein Wieser. Grüß Gott, meine Herren. Oberkripp Rosenheim, das ist mein Kollege Satori. Sie sind der Herr Ruppert Junior, ja? Ja. Wieso Kripo? Das ist reine Routine bei tödlichen Sportunfällen. Ja, auch unser Beileid, Herr Ruppert. Ihre Stiefmutter hat mir erzählt, dass Sie heute Morgen mit Ihrem Vater auf den Jubiläumsteig rauf sind. Ja, aber nur ein Stück. Nur ein Stück und dann? Dann bin ich wieder umgekehrt. Ich hab total meine Kondition überschätzt. Aha. Und Ihr Vater ist dann allein weitergegangen? Ich weiß nicht. Anscheinend leider ja. Wenn ich geahnt hätte, dass er was. Na, Ihr Vater ist immerhin 65 Jahre alt. Ja, schon, aber der war fitter wie ich. Ich hab doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Danke, Herr Ruppert. Ich glaube, das reicht erstmal. Brauchen Sie ein Beruhigungsmittel? Brauchen Sie von uns noch irgendetwas? Haben Sie alles geborgen? Ja. Aber eins hat mich schon gewundert. Der Ruppert, das war ein Profi. Aber diesmal hat er kein Seil dabei gehabt. Deswegen ist er wahrscheinlich abgestürzt. Na ja, keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Zeugin, die den Herrn Ruppert entdeckt hat, wo ist denn die? Die ist da hinter der Hütte. Wie? Das mache ich. Das denke ich mir. Ja, ihr könnt es dann auch transportieren. Gut. Also, packen wir's. Ich war mit meiner Gruppe in der Stallwand da unten. Und ich sag noch, da liegt doch einer. Wenn ich gewusst hätte, dass das mein Chef ist. Aber wie es passiert ist, haben Sie nicht gesehen. Nein, nichts. Ich habe mit meiner Gruppe genug zu tun im Fels. Tut mir leid. Wie war denn so als Chef, der Herr Ruppert? Ich kann nichts Negatives über ihn sagen. Er war in letzter Zeit kaum noch im Geschäft. Das regelt jetzt alles seine junge Frau und dieser Andi Auracher. Ich arbeite auch nur frei für das Sportgeschäft. Bezahlt wird immer pünktlich. Sie klettern, oder? Ja. Wieso? Kennen Sie sich aus beim Klettern? Ach, nicht wirklich. Ich hab... Ja? Nichts. Soll ich Sie mal mitnehmen in die Wand? Also, wenn Sie Lust haben? Ja, also Lust hätte ich schon, aber... Ja, wir können leider nicht immer nach dem Lustprinzip arbeiten. Sind Sie fertig soweit? Ich habe noch ein paar Fragen an die Zeugin. Ich komme gleich. Ist recht. Am Wochenende hätte ich Zeit. Okay. Was denn du was gerissen? Wieso denn das? Weil du komisch gegangen bist. Beim Powerwalken erfolgt der Beinschwung aus der Hüfte heraus. Dabei unterstützen die angewinkelten Arme die Dynamik der Bewegung. Steht alles in meinem Buch. Hm. Und so dynamisch walkst du jetzt dann gleich mal in den Stall zum Ausmisten, gell? Nein, jetzt nicht. Keine sportliche Betätigung ohne ausgleichende Ruhepausen. Steht auch in meinem Buch. Gut, dann gehe ich wieder in den Stall. Hm. Kann ich nur so ein Glas Limo haben? Ja, ja. Danke. Und mit Eiswürfel, bitte, wenn es geht. Ja, ja. Mama! Schrei nicht so! Hab aber Hunger. Was hat denn die Bergwacht gesagt? Reine Routine. Sieht alles nach einem Unfall aus. Ich hab den Ruppert ja gut gekannt. Wir waren ja beide im Vorstand vom Alpenverein. Ich hab gar nicht gewusst, dass Sie so ein Bergfreund sind.
Kassenwart, Herr Hofer, nur Kassenwart. Sie sehen ja, wohin das führt, wenn man es übertreibt. Ach, danke schön. Sie bringen mir Ihren Bericht dann später ins Büro. Wir werden noch die pathologische Untersuchung abwarten. Ja, und mit den Hinterbliebenen reden, gell? Die arme Frau, die hat ja nicht lang was gehabt von ihrem Mann. Wie meinen Sie das? Die waren ja erst 7 Jahre verheiratet. Kommt aus Hamburg. Eine ganze Ecke jünger als er. Nicht unattraktiv. Der Tod beim Sturz durch eine Fraktur des dritten Halswirbels verursacht. Ja, weiter. Gleich wird's interessant. Na, am Kopf oberhalb des linken Ohrs eine Platzwunde festgestellt, bei der Blut am Hals hinunter ins Hemd in Höhe der Achsel gesickert ist. Das war tatsächlich kein Unfall. Aha, auf einmal. Wie kommen Sie drauf? Lass mal her. Der Tote liegt mit dem Kopf nach unten in der Klammer. Jetzt frage ich mich, wie kommt das Blut von da am Hals entlang bergauf bis ins T-Shirt? Ja, gewisses physikalisches Grundwissen ist Ihnen nicht abzusprechen. Da müssen wir wohl oder übel ermitteln. Wir haben leider noch ein paar Fragen. Das ist mein Kollege Satori. Herr Kommissar, Sie sehen doch, dass die Frau... Ja, danke. Ja. Wer sind Sie? Andi Auracher. Er war die rechte Hand meines Mannes. So. Die rechte Hand Ihres Mannes. Warum ermittelt denn die Polizei die Frau? Ruppert hat was erzählt von... Frau Ruppert, gibt es einen Ort, wo wir uns ungestört unterhalten können? Kommen Sie, wir gehen ins Büro meines Mannes. Frau Ruppert, es gibt da einige Ungereimtheiten im pathologischen Befund, wegen denen wir ermitteln. Was für Ungereimtheiten? Ja, wir wissen noch nichts Genaues, aber es gibt Indizien, die darauf hindeuten, dass Ihr Mann... Umgebracht wurde? Ja. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Wer sollte denn so etwas tun? Das ist wie immer die Frage. Frau Ruppert, wie lange waren Sie und Ihr Mann verheiratet? Wir haben uns vor 8 Jahren auf einer Messe für Sportartikel kennengelernt und uns gleich ineinander verliebt. Ich weiß, was Sie jetzt denken. 25 Jahre Altersunterschied. Aber das hat nie eine Rolle gespielt. Wie war denn das Verhältnis von Sebastian zu seinem Vater? Das war ziemlich schwierig. Benedikt war immer ein sehr strenger Vater. Und Sebastian war genauso stur wie er. Schon aus Trotz hat er dann sein Café hier in Rosenheim eröffnet. Benedikt war natürlich enttäuscht und in Sorge. Sebastian könnte nach seinem Tod alles verkaufen. Da hat er den Andi, also Herrn Auracher, zum Geschäftsführer gemacht und mir die Mehrheitsanteile überschrieben. Gibt's das irgendwo schriftlich? Ja. Soviel ich weiß, hat mein Mann sein Testament vor 2 Wochen bei unserem Notar, Herrn Dr. Karl, entsprechend ändern lassen. Wie hat der Sebastian darauf reagiert? Noch gar nicht. Benedikt wollte ihm jetzt auf der Wanderung alles in Ruhe erklären. Und warum wollten Sie sich mit Herrn Ruppert treffen, oben auf der Jochalm? Weil ich wollte mit dem Benedikt, also mit dem Ruppert, noch ein paar Fotos machen für einen neuen Werbeprospekt von uns. Wer kam nie da oben an? Leider richtig. Ich habe mir dann irgendwann Sorgen gemacht. Wissen Sie, der Herr Ruppert war fast so was wie ein Vater für mich. Er war mein Mentor, hat mir eine Chance gegeben. Grüß Gott. Sagen Sie, müssen wir das jetzt hier besprechen? Ja, das müssen wir. Weiter? Ja, ich habe mich dann irgendwann entschlossen, den beiden entgegenzugehen. Hätte ja was passiert sein können. Und den ganzen Weg runter ist Ihnen nichts aufgefallen? Na, obwohl ich immer wieder geschaut habe, aber die Klamm ist vom Steig her ja auch sehr schwer einsehbar. Und seine Ausrüstung werden Sie ja sicher in der Klamm gefunden haben. Sein Seil, sein Rucksack. Moment. Ein Seil? Ja, sicher. Ja. Benedikt hat immer ein Seil dabei gehabt. Ein Seil haben wir nicht gefunden. Was ist mit Ihrem Arm passiert? Motorradunfall. Alles Blech da oben. Er ist halt steif geblieben da. Entschuldigung, Herr Auracher, ich brauchte Sie einmal dringend im Büro. Ja. Komme. Ja, Herr Kommissar, Sie sehen, ich muss jetzt... Ja gut, danke.
Wenn wir noch was wissen wollen, dann ja, jederzeit. Am besten können Sie mich erreichen, immer hier im Büro. Also der Aurach hat angeblich nichts gesehen. Trotz seiner Behinderung ist er ganz schön flink. Was für eine Behinderung? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Er kann seinen linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Motorradunfall. Das heißt, er scheidet als Täter eigentlich aus. Also viel interessanter finde ich ja, dass der alte Rupert seiner Frau vor 2 Wochen die Mehrheitsanteile am Geschäft vermacht hat. Aber das wusste der Sohn doch bestimmt schon. Na, der war zeitlang verreist. Das wollte der Senior seinem Sohn auf der Tour erzählen. Na, das ist doch ein Tatmotiv. Auf Anraten seiner jungen Frau in der Abgeschiedenheit der Berge. Klingelt's. Hat die Frau ein Alibi? Hab ich sie nicht gefragt. Aber ich hab's im Geschäft gesehen, so gegen Mittag. Und für jemand, der gerade eben seinen Ehemann den Berg hinuntergeschubst hat, war der erstaunlich ausgeruht. Nein, vielleicht hat's ja irgendjemand damit beauftragt, ihn umzubringen. Was haben Sie heute gegen Damen? Konnten Sie bei der Freeclimberin nicht landen, ne? Noch nicht. Michi, was ist denn da schon wieder? Eiern mit Döner. Döner macht schöner. Aktive Polizeiarbeit verbraucht Kalorien. Dann werde mal aktiv und durchleuchte Heike Ruppert und den Geschäftsführer, den Auracher. Vor allem ihr Alibi für gestern Morgen. Dass du einen nie in Ruhe essen lassen kannst. Weißt du, was das ist? Futterneid. Mahlzeit. So, Herr Ruppert, jetzt zeigen Sie uns bitte schon mal ganz genau, wo Sie Ihren Vater verlassen haben. Ja, doch, ich weiß, dass ich ihn verlassen habe. Müssen Sie das immer wieder betonen. Na, Herr Ruppert, man macht sich also seine Gedanken. Erst gehen Sie mit Ihrem Vater auf den Steig. Und kurz darauf liegt er tot in der Klamm. Ja, verdammt, das haben wir doch schon die ganze Zeit jetzt gehabt. Hey, Frau Huber war jetzt da. Sie wissen schon, meine Urlaubsvertretung aus dem 2. Stock. Und die wird Sie gerne mal kennenlernen. Grüß Gott. Ja, Frau Stockel, die wird uns jetzt dann gleich kennenlernen. Bitte schön. Frau Stockel, wir freuen uns ja wirklich sehr auf die Frau Huber. Aber doch nicht gerade jetzt. Danke. So. Wir wissen immer noch nicht, wo Sie Ihren Vater genau verlassen haben. Da. Kurz vor der Kolleralm, da bin ich umgekehrt. Dann ist er noch ganz unten. Nachdem Sie Ihren Vater verlassen haben, was haben Sie da eigentlich gemacht? Das klingt ja gerade so, als wäre ich ein Verdächtiger in einem Mordfall. Wenn Sie mir unterstellen, ich habe meinen Vater umgebracht, oder was? Herr Ruppert, beantworten Sie halt einfach die Frage. Ich bin runter zum Parkplatz, wo mein Wagen gestanden ist. Dann bin ich mal Kaffee gefahren. Hat Sie da jemand gesehen? Glaube ich nicht. Es war ja noch ganz früh. Wenn ich bei ihm blieben wäre, dann. Es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Von dir, danke. Ist irgendwas? Dieser neue Fitnesswahn. Vom Kopf bin ich nervt. Zuerst fand ich es wirklich gut, aber zur Stallarbeit lasst das jetzt gar nicht mehr blicken. Und was ist? Geh mal. Ja, ja, geht's nur. Und dann Stall darf ich mal wieder allein machen. Wieso? Du hast doch selber gesagt, dass ich was für eine Kondition tun soll. Aber muss es gleich der Jubiläumsteig sein? Corbinian, was ist, wenn du da den Haxen brichst? Ha? Dann ist aus mit dem Walken. Und das Steuerbein. Ich finde, die Maria hat vollkommen recht. Was wollen wir da oben im Sauwetter? Das wird schon. Die Bergwacht hat ja auch nichts gefunden. Ich weiß schon, sie hätte lieber eine attraktivere Begleitung, gell? Das auch. Außerdem mache ich mir Sorgen um ihre Kondition. Ja, wenn Sie so fit sind, können Sie den Rucksack nehmen. Entzückend. Mama, ich bin ab.
Apfelkirchhal. Dieser Auracher, der kommt aus ganz bescheidenen Verhältnissen. So. Ich glaube, der ist ziemlich ehrgeizig. Hat sich quasi hochgearbeitet. Das machen wir auch gerade. Das ist ein super Echo. Stell es berühmt dafür, pass auf. Ha! Ha! Sehr schön. Echo! Echo! Herr Hofer, ich finde, wir haben jetzt genug gesehen, oder? Ja, da ist die Stelle, da ist passiert. Da unten haben sie gefunden, Rupert, da. Vorsicht! Ha, passiert schon nichts, halt mir fest. Was ist denn los? Mir ist schlecht. Ja, ganz ruhig, das haben wir gleich. Nicht bewegen, nicht nach unten schauen, ganz ruhig atmen. Bitte doch, nicht nach unten schauen. Schau mir in die Augen. Super. So, langsam ein Fuß nach links. Super machst du das, sehr gut. Sehr gut. So ist gut. Jetzt halt dich da an. So ist super. Gut machst du das. Die halt dich. Hab dich, kann nichts passieren. Steh dann auf, du hältst dich fest. Ruhig atmen. So. Dann her. Du bist mit der Hand. So, ganz ruhig einen Schritt. Nicht nach unten schauen. Super. Kann nichts passieren, ich hab dich. Jetzt halt dich fest, ganz ruhig. Ich überlebe das nicht. Warum hast du nichts gesagt? Höhenangst ist doch kein Problem. Ja, kam mir irgendwie blöd vor. Ach, und der Hofer, tun Sie mir einen Gefallen. Behalten Sie es bitte für sich, okay? Ehrensache. Ja, was ist denn das? Das schaut aus wie Blut. Das könnte tatsächlich Blut sein. Das ist sogar ganz sicher Blut. Hm. Ich möchte, dass der Rupert da mit dem Kopf angeschlagen ist. Warum? Weil er gestoßen worden ist. Ja. Schauen wir mal, was das Labor dazu sagt. Ja, da schauen wir. So, packen wir es wieder, oder? Sein muss. Vorsicht. Scheiße. Gibt's zwei Mittel gegen Höhenangst. Ehrlich, was denn? Ja. Progressive Desensibilisierung heißt das. Mit dem Fuß und der Schaukel bewegen zuerst. Ja, mit der Ferse aufgesetzt. Schaukelbewegung. Sind Sie in ein Kaugummi reingetreten? Was? Haben Sie gewusst, dass beim Powerwalken 185 Muskeln bewegt werden? Die reichen schon, die ich heute spüre. Der Laborbericht. Es ist die gleiche Blutgruppe. Na, was ich sag, dann ist das Blut auf dem Felsen vom alten Rupert. Wenn jetzt der junge Sebastian Rupert doch mit seinem Vater auf dem Felsen rauf ist. Und der Bericht von der Pathologie. Unter den Fingernägeln des Toten waren Spuren von Hautabschürfungen. DNA ist in Arbeit. Doch gewusst, dass an der Geschichte vom jungen Rupert irgendwas Schäbs ist. Was? Der Michi, wieso kommst du jetzt erst daher? Nein, zeitaufwendige Ermittlungen. Das ist dabei herausgekommen. Pass mal auf. Die Heike Ruppe und der Andi Auracher, die haben tatsächlich so eine Affäre. Genau. Ich habe genau gewusst, sie finden gleich das richtige Wort dafür. Wie hast du das herausgefunden? Na, das ist eben das Ergebnis aktiver Polizeiarbeit. Und das sind die Fotos, die diese Affäre dokumentieren. Michi, ich habe gesagt, durchleuchten, nicht ablichten.
Naja, dann haben wir es halt. Also mit dem Alibi von der Rupert? Das ist absolut wasserdicht. Die war den ganzen Vormittag bei sich im Geschäft und dafür gibt es Dutzende von Zeugen. Apropos Zeugen, ich wollte Ihnen gestern eh noch was sagen, aber da waren Sie ja auf Wandertag. Wandertag? Das war knallharte Recherche. Mit butterweichen Knien. Es ist nämlich so, an dem Tag, wo der alte Rupert vom Berg runtergefallen ist, habe ich eine Anzeige aufgenommen. Und zwar am Parkplatz Ludwigshöhe. Da ist nämlich ein Urlauberauto von einem anderen Fahrzeug angefahren worden. Und weiter? Und jetzt halten Sie nur fest, das Kennzeichen vom Wagen vom Unfallverursacher stimmt genau überein mit dem Kennzeichen vom Wagen vom jungen Rupert. Und das hat stattgefunden um, Moment, 11.15 Uhr. 11.15 Uhr, das ist interessant. Wieso? Naja. Vom Parkplatz an der Ludwigshöhe bis zur Kolleralm ist es gerade mal eine halbe Stunde. Wenn also der junge Rupert mit seinem Vater um 6:30 aufgebrochen ist, muss er große Konditionsschwäche haben, dass er erst nach 11 Uhr am Parkplatz wieder ankommt. Das würde ja bedeuten, dass er länger auf dem Berg war, als er behauptet hat. Ja. Genau. Gute Arbeit, Herr Mohr. Danke. Danke. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, 3 Verdächtige, 2 Ermittler. Ich würde vorschlagen, Sie gehen zum Sebastian und fühlen ihm auf den Zahn, wo er seinen Vater wirklich allein lassen hat. Und was machen Sie? Ich gehe in mein Lieblingssporthaus und Sie Turteltäubchen befragen. Und ich? Sie holen einen Döner. Mit Ayran. Gratulation. Jetzt bist du am Ziel. Du wolltest von Anfang an nur das Geschäft. Jetzt hast du es geschafft. Der saubere Herr Auracher setzt Sie ins gemachte Nest. Du tust mir wirklich Unrecht. Jahrelang habe ich versucht, zwischen dir und deinem Vater zu vermitteln. Diese Tour wäre die Gelegenheit gewesen, reinen Tisch zu machen. Was hast du denn erwartet, was da drum passiert? Dass ich mich einfach damit abfinde, dass ihr zwar das Geschäft vom Vater übernimmt. Sein Lebenswerk, das er mit meiner Mutter aufbaut. Damit hast du dich ja wohl auch nicht abgefunden. Was willst du denn damit sagen? Ich hab ihn nicht umgebracht. Ich werde das Testament anfechten. Jahrelang ist dir das Geld auf Deutschland scheißegal! Und jetzt, wo es was zu haben gibt, stehst du! Was soll denn das heißen, du Betrüger, du Kleinlicker? Herr Rupert! Sebastian! Jetzt auf! Hör auf! Jetzt auf, was soll denn das? Sie kommen mit aufs Präsidium. Ich denk gar nicht dran, es ist alles gesagt. Es gibt neue Erkenntnisse. Wir zwei sind noch nicht fertig. Komm! Ich hab auch ein Geschäft und ich sehe doch, dass die Zahlen nicht stimmen können. Außerdem sind da ein paar Seiten rausgerissen. Mensch, das hat doch einen Grund! Haben Sie sich mal gefragt, wie sich der das alles leisten kann, der Auracher? Porsche, neue Wohnung, ständig die teuren Reisen. Herr Rupert, Ihr Vater hat Ihnen vertraut und Ihre Mutter, also Ihre Stiefmutter, tut's immer noch. Ich hab das Gefühl, Sie mögen die nicht besonders. Wohl, weil sie ein Verhältnis mit dem Herrn Auracher hat. Das passt zu ihr. Wissen Sie, dass meine Mutter einen Schlaganfall gehabt hat, nachdem die saubere Heike ihren Ehemann ausgespannt hat? Nein. Na, wissen Sie es jetzt? Ja, das tut mir leid. Hätten Sie nicht auf mich warten können? Herr Rupert, aus dem Streit von vorhin lässt sich schließen, dass Sie über die Pläne Ihres Vaters informiert waren. Wieso? Wann soll er Ihnen denn die gesagt haben? Am Beginn der Tour, wohl eher kaum. Es gibt einen Zeugen, der hat sie ziemlich überstürzt vom Parkplatz an der Ludwigshöhe wegfahren sehen. Und vor allem ziemlich spät, nämlich erst um 11.15 Uhr. Was wollen Sie denn damit sagen? Jetzt machen Sie es uns und Ihnen doch nicht gar so schwer, Herr Rupert. Sie haben Ihren Vater gar nicht unten an der Alm verlassen. Sie sind mit ihm noch ganz bis hinauf in die Felsen. Und erst dort hat er Ihnen erzählt, dass er die Firma Ihrer Stiefmutter übergeben will. Und dann haben Sie ihn Nerven verloren und ihn niedergeschlagen. Nein, das ist gelungen. Ja, wir haben uns gestritten, aber ich... Wir haben Blutspuren gefunden, Herr Rupert, und zwar für Ihren Vater. Nur ein paar Meter unterhalb der Absturzstelle. Das müssen Sie mir jetzt einmal erklären. Es ist jetzt ein Bluff. Herr Rupert, unter den Fingernägeln Ihres Vaters haben wir Hautreste gefunden. Das heißt, es muss einen Kampf gegeben haben. Machen Sie bitte mal Ihr Hemd auf. Wieso? Das ist doch jetzt ein Fall. Herr Rupert, machen Sie bitte Ihr Hemd auf. Wir können Sie auch zum Amtsarzt bringen. Wenn Ihnen das lieber ist. Versager hat er zu mir gesagt. Den Andi hat er gesagt, den hätte er sich zum Sohn gewünscht. Da bin ich durchgedreht. Ich bin auf einem Losen, hab ihn gepackt und geschubst. Er ist gestolpert und voll am Boden. Ich wollte das nicht.
Das kann schon sein, aber warum haben Sie dann auch noch die Klamm runtergeworfen? Na, das hätte ich nie fertig gebracht. Der ist am Boden gelegen und hat gestöhnt. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Nerven verloren und bin dann weg. Herr Rupert, jetzt sagen Sie, wie es wirklich war. Sie haben ihn gepackt und hochgeschleppt. Es waren nur mehr ein paar Meter. Trauen Sie mir das wirklich zu? Ich meine, wieso fragen Sie nicht einmal den Auracher? Der hat doch viel mehr Dreck am Stecken als wie ich. Dann erklären Sie mir doch mal, wie der Mann mit nur einem intakten Arm Ihren Vater 7 Meter hochschleppen soll. Ich weiß doch auch nicht, aber ich schwöre Ihnen, ich weiß nicht. Herr Rupert, alle Indizien sprechen gegen Sie. Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachtes, Ihren Vater Benedikt Rupert ermordet zu haben. Abführen. Irgendwie ist mir bei der Verhaftung des Jungen trotzdem nicht wohl. Wieso? Fall gelöst auf Arbeit. Wird der Walter so sagen. Sie, hallo? Was ist, Frau Stockel? Wollen Sie noch mehr Urlaub? Talass am Toten Meer. Wenn Sie so weitermachen, dann komme ich überhaupt nicht mehr zurück. Frau Stockel, tun Sie mir das bitte nicht an. Was gibt's denn? Ich habe heute in der Früh den Herrn Karl erreicht. Den Herrn Karl von Qualtinger, oder wie? Nein, den Notar. Und der Benedikt Ruppert, der wollte einen Termin mit ihm ausmachen wegen einer Testamentsveränderung. Nichts Genaues hat der Herr Karl auch nicht gewusst. Der Termin wäre heute gewesen, nur leider ist der Herr Ruppert vorher verschieden. Danke, Frau Stockel. Es gibt für Menschen, die sterben eher, als man denkt. Und da kann man so manches nicht mehr rückgängig machen, Herr Hofer. Von mir auch einen wunderschönen Abend, Frau Stockel, wünsche ich Ihnen. Dabei gelingt es erfahrenen Walkern, einen Zustand der Meditation zu erreichen. Meditieren kannst aber der Stallarbeit. Das verstehst du nicht. Nur aus geistiger Kraft entspringt auch die körperliche. Ja, was ist das? Sitzwalken oder was? Jede professionell ausgeführte Sportart bedarf eines mentalen Fundaments. Naja, Sport, das bist halt gehen. Liebe Schwester Herz, du warst diejenige, die mir gedrängt hat, mir Sport zu machen. Also, ich hole mir jetzt ein isotonisches Getränk. Du hast kein Bier mehr. Doch, natürlich, Bier ist isotonisch, hab das nicht gewusst. Wenn ich das geahnt hätte. Was, dass er so ein Fitnessfanatiker wird? Es bleibt ja jetzt alles liegen. Statt sich einmal um den Hof zu kümmern, bleibt jetzt die ganze Arbeit an mir hängen. Nur damit der Herr walken kann. Ich verstehe nicht, warum der alte Rupert das Testament noch mehr ändert hat wollen. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Wunderbar. Ihr wollt also jetzt auch noch über die Arbeit reden, ja? Gut, gut, dann können wir den Betrieb hier gleich ganz einstellen. Von der Nebenstelle der Mordkommission Rosenheim aufmachen. Eifersucht. Der hat rausgefunden, dass seine Frau ihn betrogen hat. Deshalb wird er sein Testament nur mehr ändern. Genau. Ja, und das blöde Seil haben wir auch noch nicht gefunden. Ja. Servus, Vincent. Was wird denn das? Ich hab mir gedacht, in Rosenheim könnten wir auch ein Love Parade machen. Pass auf, was ich gemacht hab. Aus ist mit der Meditation. Das ist ja mein Kletterstrick. Sagen Sie, ist es möglich, einen Mann mit nur einer Hand hochzuziehen? Na, aber weit kann es mit Ihren Kenntnissen beim Bergsteigen wohl nicht sein. Das lernt man in der ersten Stunde. Ach so, na, da habe ich gefehlt. Soll ich es Ihnen zeigen? Das wäre nett. Legen Sie das da mal auf, bitte. Dahin. Da oben hin. Genau. Ich steige in den Gurt. So. 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 Legen wir das hier ein. Ups. Und jetzt ziehen Sie mal an. Der Fall bringt immer neue Ansichten. Dann lassen Sie mich mal ganz schnell wieder runter. Oh, ich finde das eigentlich ganz nett so. Gut. Morgen, Frau Stucke. Morgen. Was ist denn los? Fragen Sie nicht so herzlos, nix ist. Alles ausgebucht. Nein, aber meine Urlaubsvertretung, die Frau Huber aus zweiten dem... Zweiten Stock, ich weiß. Die muss zur Kur, die Bandscheibe. Ja, Frau Stucke, das tut mir leid. Ein Kurzurlaub auf dem Bahnhof könnte ich Ihnen anbieten. Das schaut Ihnen mal wieder ähnlich, Herr Hofer. Aus dem Wo wollten Sie hin, Frau Stockel?
Sie haben mich draufgebracht mit Ihrem Sport. Welcher Sport? Cabrio fahren. Ich wollte einen Segelschein machen. Angelschein wird gescheiter. Eine Segeltour kann ich nicht bieten, Frau Stockel, aber ich könnte Sie mal nach München einladen auf ein Wochenende. Mein Herr Sartori, Sie sind nett. Wenn nur alle so viel Verständnis für die Nöte der Kollegen hätten wie Sie. Guten Morgen, meine Herren. Meine Anerkennung. Fall gelöst. Saubere Arbeit. Auch wenn ich mir für den Sohn meines Vereinskameraden Rupert wahrlich ein anderes Schicksal gewünscht hätte. Na, ja, aber danke. Allerdings wäre noch eine Kleinigkeit. Ja. Ah, dann hat sich die Hausdurchsuchung beim jungen Rupert ja echt gelohnt. Mhm. Die Kollegen von der Spurensicherung wollten mich umbringen. 30 Meter Bergseil auf Fingerabdrücke untersuchen lassen. Ihr seid ja fertig mit der Welt. Und? Ja, gefunden haben sie schon was. Aber nur Blut vom alten Rupert, keine Fingerabdrücke. Wie ich immer gesagt habe. Womit dann also rein gar nichts bewiesen wäre. Ja, wieso? Ich denke, der Fall ist gelöst. Herr Hofer, ich glaube, ich weiß jetzt, wie der Auracher das gemacht hat. Sehen Sie mal. Ja, mit einer Hand. Wollt ja eh. Das gefällt mir. Das glaube ich Ihnen sofort. Und Sie meinen, so hat der Auracher den alten Rupert hochgezogen? Na klar, mit der Konstruktion war es ihm möglich, den Mann trotz seiner Behinderung hochzuziehen. Ja, bloß beweisen können wir es ihm nicht. Nur dazu, wo wir jetzt das Seil beim jungen Rupert gefunden haben. Das kann ihm der Auracher ja auch untergeschoben haben. Allerdings. Ja, Sie können mich jetzt wieder runterlassen. Ja, ich finde das eigentlich ganz nett so. Hey, Ulrich. Du übst ja schon fleißig für unsere Tour. Woher weißt du, dass wir hier sind? Frau Stockel hat mir verraten, wo er steckt. Alles gut? Entschuldigung. Ich hätte jetzt Zeit. Das ist die beste Gelegenheit für ein paar Extrastunden. Die Gelegenheit würde ich aber nicht versäumen. Danke, meine Freizeitgestaltung mache ich schon selber. Das heißt, Sie brauchen mich jetzt nicht mehr? Na, danke, Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Viel Spaß. Na komm. Du, sag mal, stimmt es, dass der junge Rupert seinen Vater umgebracht hat? Die Ermittlungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Uns fehlt noch der eine entscheidende Beweis. Aha. Sag mal, diese Haken. Karabiner? Ja, ja. Nimmt man die Dinge immer mit runter oder lässt man die auch mal im Berg hängen? Ja, es gibt Idioten, die lassen sie hängen. Ich nehme sie mit, weil ich finde, der Berg muss sauber bleiben. Aha. Ich glaube, aus unserem Trip wird wieder nichts. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Und ich glaube, der Monte Cristallo ist einfacher zu besteigen als du. Was? Du, Britta, vielleicht fährst du mich an die Stadt und nachher gehen wir noch auf Monte Pulciano. Wo ist der? Dieser Herr Hofer von der Kripo hat aber gesagt, es sei sehr dringend. Was soll denn das? Ich lasse mir doch von den Beamten nicht vorschreiben, wie lange ich im Büro bleiben soll. Naja, die werden jeden Moment hier sein. Was machst denn du da? Ich glaube, du bist im Gefängnis. Sebastian! Na? Hast du das schon bequem gemacht auf dem Stuhl von meinem Vater? Ich mag den Ton nicht. Wo geht, dass du so tust, als ob der das schon alles gekannt hat? Kaum, dass mein Vater tot ist. Warum ist er denn tot? Andi, bitte. Genau das würde uns auch interessieren, Herr Auracher. Wie ist er denn eigentlich genau gestorben, der Herr Rupert? Der Mörder steht doch neben Ihnen. Herr Auracher, kennen Sie den? Den haben Sie oben am Jubiläumsteig vergessen. So ein Unsinn. Den haben wir an der Absturzstelle gesichert. Den kann doch jeder Hinz und Kunz im Felsen gelassen haben. Aber doch nicht mit Ihren Fingerabdrücken drauf, oder? Außerdem war ein Blutspuren von Herrn Rupert drauf. Ist das wahr? Als der Auracher oben von der Jochalm runter ist, um den Herrn Rupert zu suchen, lag er plötzlich schwer verletzt vor ihm. Und es war die Chance für Sie. Sie haben ihn auf den Steig gezogen mit einem Seil und dann runtergestürzt, damit es aussieht wie ein Unfall. So war's doch. Du fiese Sau, du. Du warst das. Warum? Warum läuft denn der Laden so gut? Weil ich mich reingehängt habe. Das hätte Benedikt gewusst, das haben alle gewusst hier. Ich habe dafür gesorgt, dass der Laden läuft. Der Umsatz, dein Gewinn, das war meine Arbeit, mein Erfolg. Und du hast doch gedacht, du kannst alles nehmen. Das Geld und die Frau. Die haben's doch alles geschenkt. Du hast überhaupt keine Ahnung, was es heißt, ohne Geld aufzuwachsen. Kein Auto, kein Urlaub. Was es heißt, wenn dein Vater arbeitslos ist. Aber ich hab's mir erarbeitet. Und deswegen habe ich es mir auch genommen. Genau, du hast ganz recht gehabt. Ich habe ihnen das Geld genommen, denn ich hab's für euch verdient. Aber ich habe gedacht, wir hätten uns geliebt. Liebe. Logisch haben wir uns geliebt.
Aber jetzt hat der Benedikt je für mich verlassen? Herr Auracher, Sie sind vorläufig festgenommen wegen Mordes an Benedikt Ruppert. Gehen wir. Gut eingefädelt, Frau Ruppert. Servus, Egbert. Servus, Corbinian. Wie geht's dir, Kinder? Gut, und du? Sportlich schaust du aus. Geh, du schaust. Ja, servus. Pfiat dich. Werte sind ganz normal. Verwechseln mit der Namenszeit. Ha, die Post. Ist was dabei? Ja, nichts Besonderes. Nur das Übliche. Der ist schon wieder walken, ha? Freilich sieht man nichts. Onkel Corbinian, pass auf, dass ihr das nicht rausfällt. Dr. Carla Sommer. Was? Sag her. Also, ich pack's dann wieder. Servus. Bist du eh normal? Du? Du, Corbinian, warte mal. Keine Zeit. Du bist ja ganz gesund. Dann kannst du wieder im Steuer arbeiten. Nein, mitten im Training. Ulrich, bist du wahnsinnig? Was machst du denn da? Progressive Desensibilisierung. Stör mich jetzt nicht. Komm. Das ist der Föhn.